Hallo liebe FIFA-2-Zuschauer, ich heiße Andre und ich stelle euch heute die 5 besten rechten Verteidiger-Talente bei FIFA 16 vor. Und das erste Talent, was ich euch zeige, ist einfach mal megamäßig schnell. Es ist nämlich Hector Bellerin. Er spielt bei FC Arsenal in der Premier League und hat einen Antritt von 93, 95 Sprintgeschwindigkeit. Physische Werte richtig top, mental auch gar nicht mal so schlecht. Die technischen Werte sind auch ganz gut für einen rechten Verteidiger. Flanken leider ein bisschen, naja, 70, aber wird noch besser. Kurzer Pass, Sphäre, Zweikämpfe, Grätsche, Manndeckung, Ballkontrolle und Dribbling. Alles in Ordnung. Und das Wichtigste ist, was bekommt er überhaupt? Er bekommt eine 85, das heißt nochmal 9 Gesamtstärken mehr, machen ihn zu einem besten rechten Verteidiger auf dem ganzen Spiel. Also ist eines der besten Talente auf jeden Fall vom Potenzial her, also von der Gesamtstärke. Jahre alt, schwacher Fuß 3 Spezialbewegung, sehr interessanter Spieler und den kann man schon problemlos in ein Spitzenteam integrieren, da er eine sehr recht hohe Gesamtstärke hat für ein Talent. Das nächste Talent ist Mankilo. Ich weiß nicht, ob er jetzt zu Marseille gewechselt ist oder nur per Laie. Jedenfalls kann er auch linker Verteidiger spielen, hat mal bei Arsenal gespielt, wenn ich mich nicht irre, 21 Jahre alt, 72 von Anfang an, bekommt eine 83. Ist leider am Anfang des Spiels, also bei meinem Update, was ich jetzt hochgezogen habe, ist er leider verletzt, aber das wird wahrscheinlich nicht lange dauern, können wir mal gucken. Und 7 Wochen ist er wieder fit, das heißt die Vorbereitung ist er komplett raus in die ersten Spiele. Jedenfalls lohnt es sich, diesen Spieler auch zu holen. Antritt 84, Sprintgeschwindigkeit 78, gar nicht mal so langsam. Flanken hat er 79, also 9 Stärken mehr als Bellerin. Ballkontrolle 73, Grätsche und Effe im guten Bereich. Effe, also, naja, braucht man jetzt unbedingt nicht. 4 Zweikämpfe 78, Manndeckung leider nur 68, das heißt, da ist er nicht so stark. Aber im Offensivbereich sieht man auch Arbeitsrate, Angriff hoch, schwacher Fuß 3, Spezialbewegung 2. Das nächste Talent ist Kenny Tete. Er ist genauso stark wie Hector Bellerin, 19 Jahre alt, spielt bei Ajax Amsterdam in der holländischen Liga. 3 schwacher Fuß, 2 Spezialbewegung. Physische Werte sind top, besonders die Ausdauer auch immer ganz wichtig. Die technischen Werte, naja. Nur im defensiven Bereich sieht man auch bei Arbeitsrate defensiv sind die hoch. Grätsche 86, Fähre, Zweikämpfe 84, Manneken 77. Ist auf jeden Fall richtig sauber, aber die offensiven Werte wie Flanke, Ballkontrolle, Dribbling kann man auch dazu zählen. Also das 1 gegen 1 offensiv ist leider nicht so stark und daher eher für die Defensive geeignet, aber er bekommt eine 85, das heißt wie Bellerin auch 9 Gesamtstärken mehr und damit eines der besten Talente auf FIFA 16 in der rechten Verteidiger, als rechter Verteidiger. Das vorletzte Talent ist Nelson Semedo. Er spielt bei, muss man ganz kurz gucken, Benfica Lissabon. 21 Jahre alt, 74 von Anfang an, bekommt eine 84, 3 schwacher Fuß, 2 Spezialbewegungen. Physischen Werte sind top, besonders Antritt und Sprintgeschwindigkeit. Sehr schneller Spieler auf den Außen, Ausdauer 84, richtig, richtig gut. Offensiv- und defensiven Werte sind vollkommen in Ordnung, besonders Flanken 75, Ballkontrolle und Dribbling auch im grünen Bereich. Grätsche 73, faire Zweikämpfe 73, Manndeckung nur 68, aber es wird noch besser, da er ja einfach mal 10 Gesamtstärken mehr bekommt und eine 84 erhält. Schwache Fuß 3, 2 Spezialbewegungen. Auch ganz interessanter Spieler, besonders weil er physisch gut ist und gute Flanken machen kann. Das letzte Talent ist eher ein bisschen komisch. Weiß ich auch nicht, wieso er als rechter Verteidiger hier gelistet ist. Ist er aber und ich wollte ihn mal mit reinbringen. Felix Passler kennt eigentlich so gut wie jeder, der sich ein bisschen so mit Talenten auskennt, weil er extrem gerade gehypt wird. Der neue Mario Götze, sage ich jetzt mal, eigentlich spielt er rechts außen, ne, rechtes Mittelfeld, linker Verteidiger kann auch spielen, aber hier ist seine Stammposition oder seine erste Position rechter Verteidiger, ganz, ganz komisch. Schwacher Fuß 3, Spezialbewegung auch 3. Ja, man kann noch nicht viel zu ihm sagen, denn er hat eine 59, spielt bei Dortmund und bekommt einfach mal eine 81, 22 Gesamtstärken, da seht ihr mal, wie hoch er gerated ist. Und da ist es halt so, dass sich die ganzen Stärken noch einfach mal entwickeln, besonders die physischen Bereiche, Balance, Antrieb, Beweglichkeit, Sprungkraft, Sprintgeschwindigkeit einfach mal auf 67 nur. Ausdauer 66, aber man muss halt auch immer seine Gesamtstärken. Und er wird sich in den ersten Saisons richtig, richtig schnell verbessern und technischen Werte auch, naja. Aber es ist halt seine Gesamtstärke, die ziemlich niedrig ist und daher sind auch die Werte gar nicht so hoch. Dafür sind aber die Antritt, Beweglichkeit und Sprungkraft extrem auch genau wie Balance, aber es wird sich natürlich noch in den anderen Werten verbessern. Und das war's auch schon wieder von den 5 besten Talenten als auf der rechten Verteidigerposition. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und schreibt in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Ich bin jetzt raus und sage Tschüss!